für das Full Golden Deck. Was haben wir hier mit? Sieht gut aus. Also gleiches Deck. Aber keine guten Dings schon mal. Das ist nicht gut. Müssen wir den Kampf rausnehmen. Kein Gift und auch keine Raptoren. Das ist so semi. Mal gucken, wie wir durch die Stages durchkommen. Ich habe es noch nicht probiert. Ja. Ich glaube aber, das wird relativ haarig jetzt. Und was ich schon sehe, was schon mal nicht gut ist, ist, dass wir den Murloc nicht auf der Starthand haben und auch nicht bekommen. Hallo? Das ist natürlich sehr traurig, dass wir den nicht bekommen haben. Ich glaube, so kann man es gar nicht schaffen. Also du musst schon den Murloc muss man schon auf der Starthand haben. Mal wie schlecht das jetzt war. Nur weil wir den nicht hatten. Das ist. So, jetzt müssen wir ja. Nein. Ach, zu spät. Sei ein Schaf. Okay, okay. Trotz schlechten Starts sind wir richtig gut durchgekommen. Bitte gib mir jetzt das Murloc-Ding auf der Starthand. Das ist so eine Goldverschwendung, wenn man den nicht gleich als erstes setzen kann und das Startgold einfach mitnimmt für den ersten Push. Skelettmagier ist schon mal sehr gut. Nimm den Skelettmagier, glaube ich. Noch mehr. Wir überrennen die jetzt einfach mit unseren. Deswegen ist das so cool, wenn man mit dem Deck auch noch die Raptoren bekommt, dass man für jedes Wildtier, was man spielt, noch zwei zusätzliche Raptoren bekommt. Da hat man so viele Einheiten hier auf dem Spielfeld mit einmal. Okay, wir haben ihn schon mal auf der Starthand. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel wir hier noch ausrichten können. Mit dem ersten Push gleich. Oh, da kommt der. Reicht das schon, der erste Push? Da komm, sicher Pilot. Der heilt sich nicht. Nice. So läuft's, Freunde. Der erste Push und schon durch. Wenn die Harpien einmal dran sind und man hat den Tank dahinter, ich hätte, weiß ich noch viel besser hätte machen können, ich hätte den Drachen, als der kam, weil das ist, der Drachen ist in dem Ding gegen mein Deck zumindest das Schlimmste, weil der einfach die, meine Welpen und meine Harpien einfach mit einem Atemhauch runterholt. Den hätte ich schaffen müssen. Aber jetzt gehen wir mal ins letzte Level. Und das spielen wir jetzt schön. Erst die eine Seite pushen, die erste Hydra tot machen. Und den Turm holen. Oh, noch zwei Skelettmagier. Okay. Das ist auch geil. Nochmal extra Schocks auf meinen Main-Damage-Dealern. Die sind alle drei okay. Ich glaube, ich nehme das hier. Die extra Damage auf meinen Elementar-Minis ist einfach zu gut, glaube ich. Im Gegensatz zu den anderen. Okay. Jetzt erstmal die eine Hydra und den Turm holen, dann die andere Hydra holen, dann die dritte holen und den Wasserfall wegmachen und dann in Ruhe runterspielen, den Bosskampf. Das ist der Plan, zumindest. Schauen wir mal, wie gut wir ihn ausfüllen können.
klappt schon mal nicht so gut. Ich habe meine Harpe noch nicht dabei gehabt, muss ich sagen. Das habe ich nicht gut gespielt, glaube ich. Das müssen wir nochmal besser machen. Ich muss jetzt erstmal, leider muss man hier bei dem Deck immer so ein bisschen auf Energie warten. Das ist so ein klein wenig nervig. Den Tank für einen Turm. Schnell, schnell, schnell. Tank für einen Turm. Okay, nice. Jetzt müssen wir hier für die Seite kurz sparen. Den können wir schon mal spielen. Kriegen wir noch ein bisschen extra Gold. Guck mal, wir kriegen vielleicht sogar den hier schon. Das wäre sehr gut, wenn wir den schon bekommen könnten. Oder wenigstens low hauen. Jetzt save mal erstmal noch ein bisschen. Und jetzt gehen wir hier auf der Seite rein. Zwar mit den und dann hier den Tank. Da müsste das Ding auch schnell sterben. Hier legen wir mal die Eier hin. Sieht gut aus. Das verteidigen wir dort. Easy Mode. Jetzt können wir hier mal noch einen Tank hinstellen, der in der Mitte schläft. Den machen erstmal den rechten hier. Nicht vergessen, immer mit dem Murloc zu machen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Dann machen wir jetzt hier die andere Seite mit den Harpien. Jetzt haben wir den in der Mitte aufgeweckt. Das war nicht so schlau, glaube ich. Okay, wir haben die Kiste bekommen. Wir bauen hier hinten mal noch ab nebenbei. Wir müssen jetzt erstmal kurz nochmal sparen und dann wird das, denke ich mal, auch. Jetzt schläft der nämlich wieder, der eine. Jetzt kommen unsere Harpien hier. Nice! Komplett goldenes Deck, Freunde. Das war, hat sich gut angefühlt. Freunde, das war gut. Also das Deck kann ich empfehlen. Ich habe jetzt natürlich das Schaf eigentlich viel weniger genutzt, als es eigentlich hätte machen sollen, aber das war ganz gut. Mit einem Level 21er Deck, Level 22er Boss besiegt. Komplett golden. Das war gut. Nochmal kurz das Deck hier. So sieht's aus. Das haben wir genutzt. Durchschnittsstufe Level 20,9.